Ja. Da war Brüche gemacht. Warten auf Red. Gefallen für den Müllbaron und Schrottlieferung. Da hinten. Da hinten. Da muss ich hinlaufen. Muss ich hinlaufen. Hinlaufen. Wups und Sprung. Fall. Mana-Trank reinziehen. Mana-Trank reinziehen. Mana-Trank reinziehen. Kleines Antippen reicht schon. Oh, Feuerding macht einfach mehr Schaden. Aber es verletzt einen unter Umständen auch schon mal selbst. So, 5 speichern. Huch, was hast du denn hier verloren? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Außenstehender in diese Gegend findet. Die Ruinen locken normalerweise nur Banditen an. Aber ein Berserker? Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Du bist Schrottsammler, richtig? Ja, und es ist ein hartes Brot hier draußen. Und wenn man sich nicht zu wehren weiß, dann bleiben einem nicht einmal ein paar Krümel übrig. Du scheinst oft Ärger zu haben. Ja, ich ziehe ihn förmlich an. Ja, meistens werde ich Opfer meiner eigenen Leute. Da bringt es mir auch nichts, dass ich oftmals mehr aus den Ruinen raushole als die anderen Sammler. Überhaupt kann ich froh sein, wenn genug übrig bleibt. Andernfalls lassen sie mich am langen Arm verhungern. Ach, der Arme. Ein Menschenleben zählt hier nicht viel. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Ich weiß, aber es geht nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Mich interessieren deine Ausflüchte nicht. Nein, nein, nein. Alles Schrott den neuen Herren. Und wer sind die neuen Herren? Die Herren der Insel. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Am besten, du brichst erst gar nicht dahin auf. Will doch aber den Schrott. Du verheimlichst mir etwas. Nein, ich kann es nur nicht aussprechen. Was kannst du nicht aussprechen? Na, das. Ich kann dir nicht sagen. Ist er verzaubert oder hat er so viel Angst? So wird das nichts. Das ist eine Insel. Ich will mir das angucken.
Alter, das sind ganz schön viele. Mal gucken, ob die böse sind oder nicht. Kleriker, ach du Scheiße. Kalan mit dir. Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Ich gehöre den Berserkern an. Meine Antwort dürfte klar sein. Ich hörte davon, dass ihr ebenfalls Probleme mit diesen verkommenen Subjekten habt. Aber auch wenn ihr Kalans Geschenke nicht zu würdigen wisst, stehe ich hier nicht als dein Feind. Gut für dich. Was ist dein Auftrag hier? Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws. Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Das ist auch nicht notwendig. Einen Moment. Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Dem Müllbaron ist nicht entgangen, dass die Lieferungen ausbleiben. Unmöglich. Dieses Ungeziefer suhlt sich im Dreck und vergnügt sich mit seinesgleichen. Wie kann er da noch den Überblick behalten? Ich habe die Information aus erster Hand. Nun, dann muss ich unsere Strategie überdenken. Unsere Unternehmung muss geheim bleiben. Ein offener Kampf könnte hohe Verluste an Mensch und Material nach sich ziehen. Darum unterbreite ich dir einen Vorschlag, der einen großen Dienst für die Gemeinschaft der Kleriker darstellt. Was soll ich tun? Ich werde dafür sorgen, dass die Outlaws von Zeit zu Zeit beliefert werden. Gerade so viel, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Du aber wirst ihnen weismachen, dass alles wieder wie gehabt abläuft. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Ich bin dabei. Gut. Aber geh achtsam voran. Wer weiß, was dir blüht, wenn die Lüge auffliegt. Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Weil ich mich der Macht Kalans bediene. Ihr Verstand ist schwach, so war es mir ein leichtes, sie zu suggestieren. Sie tun, was ich ihnen sage, und meine Befehle sind eindeutig. Das müssen sie auch sein, sonst verstehen ihre kleinen Hirne meine Anweisungen nicht. Und wie lange hält das an? Solange ich es will. In ihren Augen bin ich ihr neuer Herr. Du konntest hier jeden ohne Widerstand suggestieren. Es war nicht ganz einfach. Aber ja, meine Erfolgsrate lag bei annähernd 100%. Hört sich für mich so an, als wäre es nicht so reibungslos gelaufen, wie du es mich glauben lassen willst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ist das nun einmal. Einer aus ihrem Haufen war anscheinend nicht ganz so dumm wie der Rest. Er hat die Flucht dem Widerstand vorgezogen. Und du hast ihn entkommen lassen? Es war nicht geplant, falls du darauf anspielst. Wir haben diesen wilden Haufen in der Nacht überrascht. Aber der Kerl muss uns wohl bemerkt haben. Es wäre zu gefährlich gewesen, ihm nachzustellen. In der Dunkelheit lauern zu viele Gefahren.
Außerdem bin ich sicher, dass er mir bald in die Falle läuft. Vor einiger Zeit hat sich jemand an unseren Nahrungsvorräten vergriffen. Es steht außer Frage, dass dieser Feigling der Urheber war. Dabei hat er von mir nichts zu befürchten. Alles, was ich will, ist mein Eigentum zurück. Dein Eigentum? Ja. Neben der Nahrung hat er mich meiner Waffe beraubt. Diese behelfsmäßige Waffe, die ich mit mir führe, ist ein unwürdiger Ersatz. Sorg einfach dafür, dass ich meine Waffe zurückbekomme. Und ich garantiere ihm freies Geleit, wenn er meinen Weg noch einmal kreuzt. Das Problem mit deiner Waffe kann ich lösen. Wenn du sie mir wiederbringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Du hast mein Wort. Hier hast du deine Waffe zurück. Ich weiß diese Geste zu schätzen. Auch wenn ich überrascht bin, sie von einem Anhänger einer anderen Gemeinschaft überreicht zu bekommen. Ich brauche die nicht, kann ich nicht. Soweit ich weiß, ist das ja Mangelware bei euch. Sieh es als Zeichen meiner Dankbarkeit. Zwei Wasserflaschen. Krass. Okay. Tja, was ist hier sonst so los? Nix. Alles verboten. Wir arbeiten für den neuen Herrn. Alles mit. Tja. Kann der halt sagen? Wir ab. Da oben was ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann mal kurz gucken. Ja, sonst nichts zu tun. Folgt mich irgendwas? Nein. Ah, diese Suggestoren. Das ist eine sehr gefährliche Methode. Ne? Hier pfeift der Wind. Eisenerz. Ein Helix. So ewig zum Trinken. Alles wieder runter, mein Gott.
90 Erfahrung. Krass. Gut, dass der Aufzug nicht funktioniert. Ich hätte mich ein bisschen geärgert. Schwefel. Hat das jemand gesagt? Ah. Was ist denn das hier von der Truppe? Noch einer. Oh, Scheiße. Huch. Wow. Einfach mal so ein paar Banditen. Dietrich. Also. Schlafsack. Ich weiß wirklich nicht, was mich hier noch erwartet. Erwartet mich was? Verschlossen, 1 von 1. Kann man es irgendwie noch anders steuern als mit der Maus? Ah. Zu einfach. Geschafft. Wahnsinn. Wieder mal richtig abgesahnt. Okay, hier ist kein Weg. Das heißt, es soll wohl da lang gehen. Mach ich das doch. Den will ich mich ungern anlegen. Tue ich aber wohl. Ausgerissene Seite. Ach, das Vieh kommt immer noch. Herausgerissene Seite 4. Ist noch ein anderer Aufstieg. Sprintet er nicht? Oh. Oh. Er sprintet nicht. Diese Reißer, die sind nicht so geil. Sehr schnell. Boah. Das wäre mal ein Sprung.
Brauche ich nicht genau dahin. Sieht irgendwie interessanter aus. Was ist für ein Schattenvogel? Oder nur das Gras? Da ganz oben. Nichts, nur zerrostetes Wellblech. Ist immerhin noch eine Truhe. Wow, das ist... Ja, weiß ich nicht. Hat man so eine große... Doch, da ist was. Hat man so eine große Ruine hier unten, findet man nichts. Es ist irgendwie so... enttäuschend. Durchs Gebüsch laufen. Ja, die Wüste schon hinter mir gelassen. So, erstmal gucken, was hier auf dieser Seite steht. Foto 18, ja. Der Vollständigkeit halber. Ausgerissene Seite da. Eddie ist der Meinung, dass wir uns hier verschanzen sollen. Die ganze Zeit prophezeit er einen Alpangriff. Ich glaube, er scherzt. Wahrscheinlich wird er sich heute über unsere dummen Gesichter lustig machen. Hm. Mad Bob, da muss ich hin. Ich höre ja so einiges. So richtig einiges. Bin gespannt, was der dazu sagt. Wegen der Gefallen. Wegen der Gefallen? Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Hört, hört. Da hast du wohl mächtig auf den Busch geklopft. Ja, die Insel im Süden wird in Zukunft genug Metall für dich abwerfen. Es freut mich, dass du gute Nachrichten im Gepäck hast. Schlechte liegen schwer im Magen und haben zu viele Nebenwirkungen für meine Männer. Ist das alles oder hast du mir noch etwas verschwiegen? Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Selbstverständlich hast du das. Ich wollte nur sicher gehen. Hier, wie versprochen, der Anteil für deine Hilfe. Wegen der Gefallen. Was steht als nächstes an? Ah, du willst dich auf die nächste Bewährungsprobe stürzen. Dir quillt der Eifer ja aus allen Poren. Das sehe ich gern und ich will dir auch sagen, warum. Mein nächster Coup ist schon in Planung und für dich ist die Hauptrolle reserviert. Und was soll ich tun? Weißt du, normalerweise bin ich ein Ehrenmann. Ergo bezahle ich fast immer meine Schulden und lege noch etwas obendrauf. Jetzt brauche ich jemanden, der mir die lästige Laufarbeit abnimmt. Andernfalls würden meine sonstigen Geschäfte leiden, das verstehst du doch sicher. Natürlich. Nimm du mir die Arbeit ab und der Kassensturz wird sich für dich bezahlt machen. Wem schuldest du etwas? Ace. Vielleicht bist du ihm schon begegnet. Ein ziemlich windiger Kerl mit einem glücklichen Händchen.
Und dieses Glück hat ihn auch nicht bei einem Spiel gegen mich verlassen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass mich sonst jeder gewinnen lässt, bemerkenswert. Denkst du, er hat betrogen? Vielleicht, aber das ist nicht wichtig. Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich zahle. Immer. 1000 Splitter stehen auf dem Schuldschein. Zudem werde ich ihm die Summe mit einem kleinen Präsent verzinsen. Ich begleiche deine Schuld bei Ace. Tu das. Hier hast du die Splitter. Und natürlich darf meine Überraschung nicht fehlen. Hier. Leg sie einfach in die Hütte zwischen der Arena und dem Marktplatz ab, unterhalb von Docs Bude. Am besten direkt auf den Tisch. Eine Überraschung will ja präsentiert werden. So, was haben wir? Der Müllbaron zahlt immer. Okay. Halt mal hier rüber. Kleine Bombe oder was haben wir da? Der hantiert doch da mit seinen Granaten, oder? Ablegen. Party Service. Jetzt geben wir noch seine 1000 Splitter und dann ist gut. Schon sehr weit, ne? Ich probiere es mal. Gefährliches Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Geld. Tage. Der Müllbaron will seine Spielschulden begleichen. Er zahlt tatsächlich? Die Jungs hatten mir alle davon abgeraten, mich auf ein Spiel mit ihm einzulassen. Als ich ihn dann über den Tisch gezogen habe, dachte ich schon, er macht kurzen Prozess. Aber jetzt zahlt er auch noch. Es hat sich also tatsächlich bezahlt gemacht, nicht auf die Idioten zu hören. Komm mal nach Hause. Er gab mir auch noch eine Kiste mit. Und wo ist sie? Ich habe sie in deiner Hütte abgestellt. Die gehört mir nur zur Hälfte. Die andere gehört meinem Bruder. Aber das nur so nebenbei erwähnt. Soll er sich die Kiste schnappen? Ich bin nur an den Splittern interessiert. Neben ein paar toter Ratten wird eh nichts von Wert in dem Ding sein. Ah, vergiss das einfach wieder. Da geht der Bruder dahin. Wegen Chloe. Hey, hey, immer langsam. So schnell bitte. Okay, ich glaube, ich muss mal schlafen. Ich bin mal weg, Leute. Irgendwo ein Bettchen ist auf dem Weg. Aber Betten waren ja hier Mangelware, ne? Deine Taschen bleiben nichts. Leer, Mach klar? Mach das ja nicht nochmal! Einen Tag schlafen.